Wir Menschen sind alle irgendwie so unterschiedlich. Jeder von uns lebt nach seinen individuellen Wünschen und Zielen. Jeder lebt sein Leben nach seinen Vorstellungen, nach seinem Weltbild. Und manchmal leben wir sogar gegeneinander. Und dennoch gibt es etwas, was uns alle gleich macht, was uns alle verbindet. Und das ist der Kampf gegen die Sterblichkeit. Wenn uns auf einmal Krankheit trifft, dann spielen Beruf, Status, Erfolg, Vermögen, all das gar keine große Rolle mehr. Wenn Katastrophen uns treffen, dann verschwinden Regeln und Standards und wir kämpfen alle gegen die Sterblichkeit. Was uns ebenfalls verbindet, ist die Suche nach wahrem Glück. Der eine sucht wahres Glück in besserer Politik, der andere in Erfolg, der dritte in rituellen Religionsformen. Und dennoch ist so vieles täuschend. Unser neues Album richtet sich an jeden Kämpfenden gegen die Sterblichkeit und an jeden Suchenden nach dem wahren Glück. Mein Herzenswunsch ist es, den Menschen nicht vorzuenthalten, was ich persönlich erlebt habe. Ich habe jemanden kennengelernt, der die Sterblichkeit besiegt hat, der wahres Glück in seinen Händen hält. Und nein, es ist keine Theorie, kein Konzept. Ich habe ganz simpel Gott erfahren, Jesus kennengelernt. Mein Gebet ist wie jede Hand und Stimme, vor allem in unserem Land, was so scheinbar glücklich und gut gegen den Tod ausgestattet ist. Dass wir uns mit unserer Gesellschaft, dass sich unsere Regierung einfach aufrichtig auf die Suche nach Wahrheit begibt. Denn in ihr ist das Leben. In der Wahrheit finden wir wahres Glück.